Also ganz ehrlich, für 199 Euro ist dieses Smartphone hier echt. Das Phone One der Color Material Feel Sparte von Nothing fällt auf, aber auf eine sehr interessante Art. Designtechnische Ausreißer in der Smartphone-Welt gibt es ja so einige, viele sehen aber einfach echt billig oder unförmig aus. Das hier nicht. Auch ist die Verarbeitung super hoch, hier knarzt oder bewegt sich gar nichts und auch die Buttons sitzen fest im Rahmen. Dieser und die Rückseite sind übrigens ein Teil und sie sind, indem man die nicht nur zur Zierde dasitzenden Schrauben löst, abnehmbar. Dadurch kann man dieses Smartphone hier natürlich perfekt ohne Hülle benutzen, denn wenn das Ding mal zerkratzt ist oder einem auch die Farbe nicht mehr gefällt, dann kann man sie ganz einfach für gerade mal 35 Euro, also der Preis einer etwas höherwertigeren Hülle, austauschen. Außerdem gibt es unten an der Ecke noch eine kleine Funktionsschraube, wo man ein kleines Zubehör befestigen kann, zum Beispiel einen Kickstand, eine Schlaufe oder sogar ein Kreditkartenfach. Interessante Idee und für den einen oder anderen tatsächlich ein Mehrwert. Beim Halten in der Hand haben die Schrauben übrigens auch nicht gestört, nur beim aus der Tasche ziehen hatte ich anfangs immer das Gefühl, gerade die Kamera anzupacken. Eine negative Seite hat das Design dafür aber auch. So ist es natürlich schwer, so einen Aufbau sinnvoll zu versiegeln, weshalb dieses Gerät nur mit IP52 gegen Wasser und Staub geschützt ist. Auch wer, wie ich anfangs dachte, dass man da jetzt leicht an den Akku rankommt und den tauschen kann, der hat sich leider geschnitten, denn der ist nämlich trotzdem komplett verklebt und wer das vorhandene Siegel entfernt, verliert natürlich auch die Herstellergarantie. Negative Seiten hat das Display dafür so gut wie gar keine. Auf einer 6,67 Zoll großen Full HD OLED Leinwand sitzt eine vorinstallierte Displayschutzfolie und damit Pluspunkt Nummer 1. Darauf folgt Pluspunkt Nummer 2 mindestens genauso schnell wie die einzelnen Bilder des Displays aufeinander. Denn mit 120 Hertz bei einem 199 Euro Smartphone habe ich nun wirklich nicht gerechnet und das beherrscht sogar die LTPO-Technik. Kann zwar nur zwischen 60 und 120 Hertz umschalten, aber immerhin. Und um das Ganze noch abzurunden, ist das Ding auch noch schweinehell, sodass man es bei Sonnenlicht super einsehen kann. Der Rahmen ist zwar ein wenig unsymmetrisch, aber nicht so sehr, dass es negativ auffällt. Dafür ist er nicht super dick und für das Preissegment geht das völlig in Ordnung. Ein Always-On-Display gibt es hier übrigens so halb. Dauerhaft aktivieren kann man es nämlich leider nicht, nur wenn man aufs Display tippt, dann erscheint es für ein paar Sekunden. Im Gerät werkelt mit dem im 4-Nanometer-Verfahren gefertigten MediaTek Dimensity 7300 ein Mittelklasse-Prozessor, der 5G unterstützt, ziemlich stromsparend ist und vor allem schön kühl bleibt. Die abrufbare Leistung reicht dabei für Betriebssysteme und für Alltagsaufgaben locker aus. Gerade beim Durchwischen durchs Betriebssystem war ich sogar ein bisschen erstaunt, wie flüssig hier die Animationen sind. Bei normalen Spielen wie Pokémon Go zum Beispiel reicht die Leistung vollkommen aus. Hier war es nur am Anfang ein kleines bisschen hakelig, hat sich aber mit der Zeit gelegt. Und selbst bei schwierigeren Titeln wie Diablo Immortal zum Beispiel kann man flüssig spielen, vorausgesetzt allerdings man schraubt die Grafik nicht zu hoch. 8 und 128 GB oder für 69 Euro und einen Cent Aufpreis 256 GB Speicher sind ja dann auch mit an Bord, die sogar per MicroSD um bis zu 2 Terabyte nochmal aufgerüstet werden können. Das dürfte wohl so ziemlich jedem ausreichen. Irgendwo müssen die veranschlagten 400 Mark aber gerechtfertigt werden und so gibt es bei der Hardware ein, zwei kleine Einschnitte, wobei Nothing darauf geachtet hat, dass diese nicht zu sehr im Alltag auffallen. Der Fingerabdrucksensor zum Beispiel ist optisch, aber zuverlässig. Eine schnelle Gesichtsentsperrung, solange es hell ist zumindest, gibt es ebenfalls. Der Vibrationsmotor wurde nicht vom teureren Nothing Phone vererbt, dementsprechend ist hier ein normaler Motor drin, der zwar leise arbeitet, aber gern noch ein Stückchen kräftiger sein dürfte. Kräftig ist dafür der Einzellautsprecher, der hier drin sitzt. Er wird super laut, hat bis zur mittleren Lautstärke sogar einen ordentlichen Ton. Er wird mir nur nicht leise genug. Selbst auf der kleinsten Stufe ist er mir noch ein bisschen zu laut. Einen kleinen Haken, den gibt's dann aber doch. Und zwar ist hier drin kein NFC verbaut. Dementsprechend ist kontaktloses Zeigen nicht möglich. Oder halt die Möglichkeit per NFC-Tag sein Smart Home zu steuern. Auf dem CMF Phone One läuft Nothing OS 2.6 auf Basis von Android 14 und das finde ich auch gut so, dass man für die CMF
F-Sparte nichts Eigenständiges entwickelt hat. Die Oberfläche ist zwar nach wie vor Geschmackssache, mir gefällt sie aber richtig gut. Sie wirkt modern, aufgeräumt, minimalistisch und super flüssig und verzichtet dabei nahezu komplett auf Bloatware. Übrigens, das komplette Nothing Icon Pack gibt es für dieses Smartphone hier leider nicht im Play Store. Man kann allerdings die APK von Drittanbieterseiten herunterladen und installieren. Das funktioniert genauso. 2 Jahre lang Android-Updates und 3 Jahre lang Sicherheits-Updates sind zwar recht wenig, aber für den Preis geht es vollkommen in Ordnung. Und mit dem immer wieder angesprochenen Preis im Kopf habe ich auch die Kameras betrachtet und wurde auch hier ein kleines bisschen überrascht. Die Bilder der 50 Megapixel Hauptkamera bestechen durch echt schöne Farben und vielen Details. Ich bin hier echt von Schlimmeren ausgegangen. Dazu kommt dann auch noch eine schöne Schärfe, ohne künstlich zu sehr zu überschärfen. Schnell auslösen tut das Teil auch noch. Was will man hier mehr? Wird es dann etwas schummrig, sind die Bilder immer noch super ansehbar, auch wenn typischerweise die Schärfe dann nachlässt. Direkt wieder erstaunt war ich dann allerdings bei den Nachtbildern. Als ich das hier geschossen habe, war es wirklich saudunkel und bei dem hier ist der Nachtmodus nicht mal angesprungen. Der zweite Sensor unter der Hauptkamera ist übrigens keine richtige Kamera, sondern ein Porträtsensor. Wer jetzt aber direkt wieder an diese ekligen 2 Megapixel Makrosensoren oder sowas denkt, liegt auch hier ein bisschen falsch. Denn auch dieser tut seine Arbeit. Porträts werden sauber ausgestellt und selbst Finger und Hände richtig erkannt. Zoomtechnisch ist man dann allerdings natürlich ein wenig eingeschränkt. Den Zweifach-Cropped gibt es noch, alles was danach kommt wird aber immer schwammiger. Bei der 10-fachen Vergrößerung ist es dann auch langsam gut, dass man nicht noch weiter reinzoomen kann. Zu guter Letzt dürfen aber natürlich die Selfies nicht fehlen und auch hier zieht sich die gute Leistung weiter durch. Schöne, nicht zu knallige Farben, eine Schärfe, sodass man nicht jedes Fältchen sieht, das Bild aber auch nicht schwammig wirkt und sie hat sogar noch einen weitwinkligeren Modus für mehrere Personen. Nicht schlecht. 5000 mAh sind zurzeit so der Goldstandard, was die Akkukapazität bei Smartphones angeht und da überrascht es natürlich wenig, dass auch CMF auf diese Größe setzt. Und in Verbindung mit dem stromsparenden Prozessor kommt hier eine richtig ordentliche Akkulaufzeit raus, sodass ein schwieriger Tag auf jeden Fall drin ist. Abends war ich immer mit mindestens 25-30% wieder zu Hause und das trotz zwischenzeitlicher Navigation, Kameratests und dem typischen Social Media Scrolling. Aufgeladen wird dann mit 33 Watt Kabel gebunden, was vollkommen in Ordnung geht. Kabelloses Laden ist nicht mehr dabei, damit habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Fazit: Es ist eigentlich unglaublich, was Nothing hier auf die Beine gestellt hat. Es ist richtig gut verarbeitet, ein cooles Design und nicht ein einziges Mal habe ich mich nach meinem teuren Smartphone gesehnt. Nothing hat überall dort Abstriche gemacht, wo es im Alltag den Nutzer nicht allzu sehr stört. Es gibt zwar zum Beispiel nur einen Lautsprecher, aber der ist dafür ziemlich gut. Es gibt nur eine wirkliche Kamera auf der Rückseite, aber mit der kann man echt Gutes anfangen. Das Display hat jetzt nicht unbedingt eine richtige Always-On-Funktion, aber 120 Hz OLED. Und so zieht sich das durch das ganze Smartphone. Das Einzige, was mich halt auf lange Sicht stören würde, ist das fehlende NFC, weil ich persönlich dann doch ziemlich oft kontaktlos mit dem Smartphone bezahle. Aber ansonsten ist das eine echt klare Kaufempfehlung meinerseits. So, das wird es nun gewesen sein mit meinem Review zum CMF Phone One. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen und Punkt. Punkt. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen und es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.